Während unter der Bürgermeister-Smith-Brücke heute noch herumgewerkelt wird, fließt oben der Verkehr. Allerdings nur einspurig, um die kaputte Brücke zu schonen. Flickschusterei sei das, findet die CDU im Parlament. Sie ist überzeugt, dass die Brücke beispielhaft für einen Großteil der Bremer Verkehrsinfrastruktur ist. Spätestens seit 2022 war der Zustand der Bremer Brücken bekannt und wurde diskutiert. Geschehen ist seitdem nichts. Der Senat hat die Hände in den Schoß gelegt. Das Ergebnis haben wir kurz vor Weihnachten an der Bürgermeister-Smith-Brücke gesehen. Sperrung. Die Bürgermeister-Smith-Brücke als Symbol verfehlter Verkehrspolitik. Davon ist auch der Rest der Oppositionsparteien überzeugt. Diese Brücken sind nicht von heute auf morgen kaputt gegangen und wir müssen jetzt damit leben. Es war Ihre Verantwortung, sie instand zu halten, da haben Sie versagt. Und es ist jetzt Ihre Verantwortung, diese Brücken wieder instand zu setzen. In Sachen Verkehr brauchen wir in unserer schönen Stadt eine 180-Grad-Verkehrswende zu einer realpolitischen Lösung mit Verstand, aber ohne Ideologien. Wir alle wissen, was gesperrte Weserbrücken für den Verkehr und die Wirtschaft bedeuten. Bei der Bürgermeister-Smith-Brücke sind diese angerissenen Halterungen der Kern des Problems. Absolut kein Bremer Spezialproblem und lösbar findet Rot-Grün-Rot. Sie wissen ja, dass es bundesweit über 4000 Autobahnbrücken gibt, die sanierungsbedürftig sind. Zumindest sollten Sie das wissen. Immerhin hat die Union 12 Jahre am Stück den Bundesverkehrsminister gestellt. Und es wird einen Sanierungsplan geben, der am Ende enden wird da drin, dass wir in etwa 10 Jahren eine Ersatzbrücke kommen. Dafür ist dann das Verkehrsressort zuständig. Der Staatsrat appelliert an das Parlament. Die engagierte Diskussion gibt mir Hoffnung, dass Sie uns als Infrastrukturressort dabei auch in den unterschiedlichen Zusammenhängen unterstützen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir dann gemeinsam der Ernsthaftigkeit dieses für Bremen sicherlich besonders wichtigen Themas gerecht werden. Eingeschränkt kann die Bürgermeister-Smith-Brücke wieder genutzt werden. Bis zu einer endgültigen Lösung des Problems wird es noch Jahre dauern.